Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir. Ich bin Exos und in diesem Video zeige ich euch, wie die Doppelklinge funktioniert, welche Tipps es da gibt, welche Tricks und halt wie der ganze Ablauf ist. Die Doppelklinge hat den normalen Gebrauch, das heißt wir haben hier keine Fähigkeit aktiv, können dann auch verschiedene Kombos durchführen, normale Schläge durchführen. Dann haben wir den Dämonenmodus, bei dem wir gewisse Bewegungsboni haben, Ausweichboni haben, Schlagkombinationsboni haben und natürlich auch schadenstechnisch mehr Schaden machen. Und zu guter Letzt hätten wir noch den Erzdämonenmodus, den wir aktivieren können über den Dämonenmodus, aber eben alles Schritt für Schritt. Neben den hier aufgelisteten Standardangriffen und Kombos, muss ich ja nicht groß drauf eingehen, kann man im Trainingsmodus einfach ausprobieren, haben wir auch die Erklärung. Der Dämonenmodus. Der Dämonenmodus ändert Angriffe, Bewegung sowie Ausweichen und macht dich immun gegen Rückwürfe, allerdings verbraucht er kontinuierlich Ausdauer, wenn er aktiv ist und endet, wenn er abgebrochen wird oder deine Ausdauer 0 erreicht. Bedeutet im Klartext, mit dieser Waffe brauchen die sehr viel Ausdauer. Eine hohe Regeneration für Ausdauer ist natürlich gut, dann können wir das immer wieder aktivieren. Oder auch allgemein eine hohe Ausdauer, am besten das Maximum, damit der Dämonenmodus möglichst lange aktiv ist. Heißt, wenn wir in den Modus wechseln, sehen wir oben links, die Ausdauer wird die ganze Zeit verbraucht. Dafür haben wir aber schnelle Ausweichbewegungen oder auch bestimmte Schlagkombos, mit denen wir nach vorne gehen. Um diese Schlagkombos vielleicht kurz zu erklären, wenn wir jetzt die Kreistaste klicken, dann haben wir diesen losstürzenden Schlag, wenn wir eben keinen Dämonenmodus aktiv haben. Aktivieren wir den, ändert sich die Schlagkombination bzw. wir haben einen anderen Angriff, einen Wirbelrausch. Ich persönlich nutze diesen Angriff sehr gerne, da wir hier ab und zu noch Schaden machen, währenddessen wir eine Art Ausweichbewegung haben oder auf den Feind zustürmen. Finde ich extrem nützlich, ist in meinem Movement-Set sehr häufig vorhanden. Zudem kommt da noch ein Bonus dazu, und zwar der Dämonenbalken. Der Dämonenbalken füllt sich mit jedem Treffer im Dämonenmodus und leert sich mit der Zeit. Fülle ihn komplett, um in den Erzdämonenmodus zu wechseln. Bedeutet auch hier, wir wechseln in den Dämonenmodus, machen normale Schlagkombos, treffen den Feind und man sieht oben links, das Schwert wird langsam gefüllt. Wenn es voll ist, sieht man es, es blinkt, und wenn es blinkt, sind wir jetzt im Erzdämonenmodus. Der ist aktiv, wenn wir den Dämonenmodus wieder beenden und die Klingen leuchten. Das heißt, Erzdämonenmodus ist aktiv. Hier haben wir auch verschiedene Angriffe, die wir nutzen können, die man sonst nicht brauchen könnte. Und zudem auch hier wieder der Ausweichschlag. Bedeutet also, wir können mit der Ausdauer das aktivieren und können dann recht gut ausweichen und sind extrem agil mit dieser Combo. Und auch jetzt möchte ich schon einen Tipp abgeben, denn wenn ihr immer schön schaut, dass ihr entweder im Dämonen- oder im Erzdämonenmodus seid, seid ihr unglaublich agil im Kampf. Das heißt, ihr könnt hingehen, Schläge austeilen und dann halt den Erzdämonenmodus laden. Zack, Dämonenmodus ist beendet und ihr habt trotzdem noch die Möglichkeit, hier ausweichende Schläge zu machen, könnt dann wieder in den Modus wechseln, könnt hier wieder draufhauen, könnt ihn wieder komplett aufladen, bis er wieder unten ist, und so seid ihr extrem lange extrem agil, also ihr könnt den feindlichen Angriffen recht gut ausweichen und auch dementsprechend Schaden machen. Zudem noch eine Info, nicht alle Schläge laden den Balken auf. Die Standardschläge, die wir haben, sieht man, lädt es auf, aber die Drehung, also diese Ausweichschläge nenne ich es jetzt mal, die laden den Balken leider nicht auf. Das heißt, ihr müsst immer gucken, dass ihr zwischendurch auch mal die normalen Schläge machen könnt, damit ihr den Erzdämonenmodus auch wirklich aktiviert. Als nächstes hätten wir noch, wie besagt, den Erzdämonenmodus, aber was der alles verstärkt, ist hier beschrieben. Der Erzdämonenmodus verbessert einige Aktionen und verstärkt Angriffe. Nutzt du diese Technik, verbrauchst du den Dämonenbalken, ist er leer, endet der Erzdämonenmodus. Bedeutet im Klartext, wenn wir das Schwert laden und den Erzdämonenmodus aktivieren, sind wir einfach noch stärker und machen insgesamt mehr Schaden. Im Grunde genommen ist das jetzt das Basiswissen. Die Klinge hier kann aber auch die Umgebung extrem effizient nutzen. Wenn wir beispielsweise auf einem Vorsprung sind und in den Dämonenmodus wechseln, können wir hier springen und im Sprung dann eine Angriffsdrehung machen. Wenn wir dabei ein Monster richtig erwischen, dann drehen wir uns sogar über seinen Rücken hinweg und machen an der ganzen Fläche Schaden. Also so wie man das hier sieht, ich springe, mache den Schlag und dann nachher gebe ich eine schöne Rolle drüber und gebe über den ganzen Rücken, wo ich drüber rolle, Schaden. Das kann man bei nahezu allen Monstern machen. Das heißt, wenn man hier gut mit der Umgebung arbeitet, kann man da nochmal ordentlich Schaden rausholen.
Das Ganze ist auch bei einem Abhang möglich und dafür müsst ihr nicht mal in den Dämonenmodus. Ihr könnt einen Schlag nach vorne machen und dann direkt Dreieck drücken. Ich zeige das noch in Zeitlupe, das heißt, ihr seht, mit dem Sprung habt ihr hier eine andere Animation und mit dieser Animation könnt ihr dann die drehende Klingenbewegung machen. Auch hier wieder, wenn ihr ein Monster richtig trefft, dann rollt ihr über oder ihr dreht euch über den Rücken und macht dementsprechend Schaden. Das Ganze geht auch im Nicht-Dämonen-Modus, das heißt, hier können wir die drehende Bewegung ebenfalls im Dämonen- oder im Nicht-Dämonen-Modus machen, währenddessen wir bei einer Klippe bzw. bei einem Vorsprung einfach immer den Dämonen-Modus brauchen, ansonsten funktioniert es nicht. Die restlichen Kombos hier kann man ja relativ einfach nachlesen, wie schon erwähnt, dafür könnt ihr einfach hier Waffensteuerung öffnen und dann seht ihr direkt, was ihr da für Kombinationsmöglichkeiten habt. Einen Angriff möchte ich trotzdem noch erklären, wenn ihr in den Dämonenmodus geht und den Klingentanz durchführt, dann haut ihr extrem viele Schläge drauf und macht sehr viel Schaden. Des öfters mal fallen dann die Monster auch zurück und ihr habt ein Monster, das auf dem Boden liegt, da könnt ihr nochmal schön kräftig draufhämmern. Großes Problem von dem Angriff ist aber, ihr könnt den nicht abbrechen. Sobald ihr ihn durchgeführt habt, zieht er die ganze Bewegung und Schlagkombination durch und ihr steht natürlich relativ offen da, wenn ihr den Feind nicht trefft. Das heißt, ihr müsst gut abwägen, wann setze ich den Schlag ein und wann lasse ich es lieber sein. Gut, im Großen und Ganzen ist es das eigentlich gewesen. Die Doppelklinge spielt sich sehr effizient, wenn man schnell spielt, wenn man die Balance findet zwischen Dämonen- und Erzdämonen-Modus. Meine Empfehlung hier ist, setzt möglichst viel den Dämonen-Modus ein. Da habt ihr schnelle Bewegungen, werdet nicht so viel zurückgeworfen und ihr könnt ganz gute Drehbewegungen und Schlagbewegungen ausführen, um Schaden auszuführen. Wenn ihr die Möglichkeit habt, nutzt die Umgebung oder wenn der Feind mal stillsteht, weil er gerade eine Verschnaufpause braucht, haut den Klingentanz drauf, vielleicht werft ihr ihn dann direkt noch zu Boden, weil ihr in kurzer Zeit so unglaublich viel Schaden macht, könnt dann noch mehr Schaden rausholen und seid eigentlich recht stabil unterwegs mit dieser Waffe. Gut, ich hoffe, dieser Guide konnte euch helfen. Falls ja, lasst sehr gerne ein Like da. Wenn ihr Freunde habt, die sehr gerne mit der Doppelklinge spielen, empfehlt ihnen gerne dieses Video. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, ab in die Kommentare damit. In diesem Sinne, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann.